gerade noch ein 2:2 retten. Während der Austria in Hälfte 1 kaum zu Chancen kommt, ist Wacker Innsbruck die gefährlichere Mannschaft. Die Gäste gehen auch in Führung. 15. Minute, Flanke von Bergmann und Peter Hackmeier steht auf 1:0 für Wacker Innsbruck. Nicht unverdient erhöht Daniel Schütz nach einer halben Stunde sehenswert auf 2:0. Wieder ist Bergmann der Assistgeber. Nach der Pause dominiert dann die Austria. Michael Lindl wird nach 55 Minuten im Innsbrucker Strafraum ganz alleine gelassen und er stellt auf 1:2. Es folgt eine turbulente Schlussphase. 2 Minuten vor dem Ende gibt es Elfmeter für die Austria nach falscher Handspielentscheidung gegen Marco Kofler. Aber Nasser Barasid scheitert an Ex-Austrianer Schaffer. Die Austria drückt weiter und in der 93. Minute gelingt Slatko Junusovic doch noch das 2:2. Die Antwort der Innsbrucker, dieser tolle Freistoß von Mohamed Ilditz. Es bleibt beim 2:2. Wie gegen Alkmaar hat die Austria ein 0:2 aufgeholt. Die Mannschaft hat Moral bewiesen, wir sind trotzdem nochmal zurückgekommen, aber im Endeffekt ist der Punkt für uns zu wenig. Die Leistung der Spieler war absolut okay, nur da gehört leider auch der Schiedsrichter dazu und der war heute indiskutabel.